Der deutsche Journalist und Lyriker Edgar Kupfer-Koberwitz, der von 1906 bis 1991 lebte, auch im KZ Dachau inhaftiert war, sagte von sich: »Ich weigere mich, Tiere zu essen, weil ich mich nicht von anderen Lebewesen, die gelitten haben und getötet wurden, ernähren kann. Ich weigere mich, dies zu tun, weil ich selbst so schmerzensreich gelitten habe, dass ich den Schmerz anderer fühle, wenn ich mich meiner eigenen Leiden erinnere. Ich fühle mich glücklich, da niemand mich verfolgt. Warum soll ich andere Lebewesen verfolgen oder der Grund ihrer Verfolgung sein? Ich fühle mich frei, da ich kein Gefangener bin. Warum sollte ich der Grund dafür sein, andere Lebewesen zu Gefangenen zu machen und sie ins Gefängnis zu bringen? Ich fühle mich glücklich, da mir keiner ein Leid zufügt. Warum sollte ich anderen Lebewesen Leid zufügen oder der Grund dafür sein, dass ihnen Leid zugefügt wird? Ich fühle mich glücklich, da niemand mich verletzt. Warum sollte ich andere Lebewesen verletzen oder töten oder der Grund dafür sein, dass sie zu meiner Freude und Bequemlichkeit verletzt oder getötet werden? Diese Lebewesen sind kleiner, eventuell hilfloser als ich es bin. Aber kannst du bereitwillig diese Tatsache als Grund nehmen, wenn du ein vernünftiger Mensch mit edlen Gefühlen bist, dann das Recht in Anspruch nehmen, der Schwächere, den Schwächeren oder die geringere Größe auszunutzen? Glaubst du nicht, dass es gerade des Größeren, des Stärkeren, des Mächtigeren Pflicht ist, die schwächeren Lebewesen zu schützen, statt sie zu verfolgen, statt sie zu töten?